Kommander, ruf Wildgast 3, bitte kommen! Oh, ihr Idioten, ich fahr dich platt, ey! Voll, voll, die Presse, voll, Presse, voll, Presse, voll, Presse. Voll. Audio, hey ho und let's go für unseren schönen karnevalistischen Medien- und Presse-Podcast. Voll in die Presse mit euren vier Lieblingspodcastern, dem Herrn Sammer, dem Herrn Prollo Ferrari, dem Herrn Beef Rogers und mir, Ben Cartwright. Und ich habe auch direkt mal eine Frage für meine Mitstreiter. Wer von euch hat denn heute schon einen Ballon über sich hinwegfliegen sehen oder ein anderes unbekanntes Flugobjekt? Ich hätte schon direkt gefragt, ob ich schon einen abgeschossen hätte heute. Das kommt ja jetzt echt in Mode. Ja, kommt in Mode, ne? Das ist genau das, was ich meinte. Also es vergeht ja quasi keine Stunde, da nicht wieder irgendwo ein Flugobjekt gesehen wird. So ein Spy-Balloon, das könnte ja dann fast auf Nena hinauslaufen, 99 Luftballons und irgendwie direkt gebricht einen Krieg deswegen aus. Stimmt, ja. Fliegerstaffel hinterher, Alarm zu geben, wenn es so wäre. Also ich finde, wahrscheinlich muss bald auch jeder Staat, der ernst genommen werden will, muss irgendwie einen Ballon über sich haben, weil sonst interessiert ja keinen, was in diesem Land passiert. Das kann er nicht sagen. Genau, das uninteressanteste Land. Das uninteressanteste Land ist da, wo kein Ballon ist. Das kann nicht sein. Wie immer wird wie in der Raumfahrt wird das dann auch früher oder später privatisiert und Elon Musk muss dann 40.000 Ballons fliegen lassen, wo du dann quasi das Internet für die Hosentasche von bekommst. Es gibt ja dann tatsächlich auch so Ballontage, wo irgendwie hier im Rheinland dann irgendwie 30, 40 Ballons da aufsteigen. Da kann ja ein richtiges Massaker werden. Ja, das ist übrigens eine sehr tolle Veranstaltung. Die Bonner Ballontage in der Rheinaue ist sehr geil. Wirklich, ich hoffe, das gibt es dieses Jahr wieder. Das sieht immer sehr eindrucksvoll aus, also muss man schon sagen. Da muss man jetzt natürlich aufpassen, sonst schwuppdiwupp wirst du vom Himmel geholt. Wirst du runtergeschossen. Ja, wenn du wie so häufig irgendwie irgendein Flugobjekt hochschickst, was irgendwie unbekannt ist. Also was haben sie Daten runtergeholt? Also irgendwie Größe eines Autos, aber man weiß nicht, was es war. Was ist denn das für eine komische Aktion? Wenn die zerballern, ist auch schwer, ne? Also. Ja, und je nach Höhe, wenn es dann runterfällt, ist dann irgendwie, kommt auch nicht mehr an einem Stück unten an. Aber mal ernsthaft, ja, die Amis holen da irgendein Flugobjekt runter und wissen nicht, was es war. Ja, angeblich wussten sie es ja schon. Also ich lese jeden Tag was anderes. Erst heißt es, sie untersuchen noch und wissen nicht, was es ist. Und dann hieß es, die sind da mit irgendwas anderem drüber geflogen und haben das schon längst analysiert und wissen ganz genau, dass es kein Wetterballon war. In 40 Jahren wird das declassified, also halt dich fit, dann wirst du die Wahrheit erfahren. Das waren Aliens. Ja, bei der Größe eines Autos musste ich so ein bisschen an Dudu denken, aber der konnte, glaube ich, nur schwimmen und nicht fliegen, oder? Dudu macht das schon, der Käfer? Das weiß ich nicht. Der konnte schwimmen. Ja, aber fliegen konnte er doch nicht. Na, vielleicht. Ich weiß noch, die sind jetzt aber nicht alle in diese Area 51 gefallen, ne? Also das ist jetzt irgendwie... Nee. Nee. Area 51, klär mich auf. Bin ja aufklären nicht, oder Area 51? Also was ist jetzt? Ja, über Area 51 ist bestimmt aus einem Film. Das habe ich falsch verstanden. Nee, das ist tatsächlich so. Also das ist auch in Filmen und Büchern verwurstet worden. Aber das ist halt auch so ein, im Prinzip soll das ein mehr oder weniger sehr geheimer Ort sein, wobei man ihn ja angeblich kennt, wo eben der amerikanische Staat super geheim irgendwelche Alien-Technologie und Aliens und tralala irgendwie gefangen hält, beziehungsweise versteckt hält, oder wenn sie tot sind, dann in dem Sinne ja nicht mehr gefangen hält. Oder auch verschnippelt und so. Genau, also das ist so ein bisschen, gibt es einen sehr schönen Film, Paul heißt der, da haut nämlich, glaube ich, so ein Alien da ab und fährt dann mit so zwei Deppen zu Comic-Con oder so nach Los Angeles und da fällt er halt gar nicht auf, weil die alle so bescheuert aussehen. Ich finde den großartig. Gibt es auch einen Film von Bud Spencer oder mit Bud Spencer, wo so ein kleiner Junge dann irgendwie eigentlich aus dem Weltall kommt. Herrlich, ja gibt's stimmt. Immer schön auf dem, ja so ein Polizist, ne? Ja, sehr geiler Film. Also auch außergewöhnlich ruhige Rolle für Bud Spencer. Also ich kann genau mich noch an den Film erinnern und ich muss sagen, den finde ich richtig geil. Der ist auch gut, aber die Militärs, die verkloppt da schon auch. Ja, gut. Nicht so verkloppt, ist bei Bud Spencer irgendwie schon, gehört zum Guten. Ja, steht im Vertrag. Dieser Dampfhammer, also ich kann das sein, dass der den erfunden hat, so dieser Faustschlag von oben auf den Kopf. Ja. Ich weiß, gibt es bei Obelix, Asterix und Obelix ja auch. Ja, stimmt. Ja. Aber könnte er sich da abgeguckt haben, die waren wahrscheinlich älter.
Ja. Ja, ich weiß es nicht. Also die ersten sind aus den späten 50ern, glaube ich. Apropos Comics, mitgekriegt, dass von Tim und Struppi ein Originaltitel für irgendwie über 2 Millionen, glaube ich, versteigert wurde. Was ist denn Originaltitel? Also Originaltitelbild. Die Zeichnung, die Originalzeichnung. Wow. Hätte ich auch. Ja, gerne. Das fand ich auch sehr teuer, aber es sieht gut aus. Ja. Sieht echt gut aus im Wohnzimmer, ja. Tintin. Was ist denn euer Lieblingscover? Meinst du das mit der Rakete? Dieser Reise zum Mond. Reise zum Mond, das ja. Heißt, ne, ja. Ja, das finde ich auch cool, diese karierte Rakete, die hat schon was. Ja. Ich habe euch eigentlich ein Quiz versprochen, aber klappt nicht, weil ich habe kein Netz. Wie? Ja. Kein Netz. Netz ist da. Also wenn du jetzt nicht deinen... Ja. Ja, wir sind hier im Beefhole. Wahrscheinlich der neue Kühlschrank stört wahrscheinlich jetzt hier den Empfang. Also erstmal Lob an der Stelle für Beef, weil er jetzt hinter uns so einen monströsen Riesenkühlschrank platziert hat. Also wer hat schon einen Kühlschrank im Wohnzimmer stehen? Sehr konsequent, Herr Beef. Ja, also langsam kommen unsere Botschaften an. Ja. Den Empfang stürzt trotzdem. Also ja, der silberne, metallic-silberne, dieser Kasten metallic-silbern, der passt auch zu dem schönen hölzernen, warmen Ton von dem Schrank daneben. Also insofern. Der Beef hat ja eben erzählt, dass er seinen Keller entrümpelt. Ich glaube, der wird Prepper. Und er wird, wenn hier irgendwas hochgeht in Bonn, wird er nämlich hier wie Indiana Jones in diesem Kühlschrank von der Atomexplosion wegfliegen. So, dann setze ich mich in den Kühlschrank und der hält. Nein, also ich bin heute sogar Meal Prepper gewesen. Ich habe für die Anfang der Woche für Kind und Kegel vorgekocht. Also insofern, genau. Aber ich muss euch enttäuschen, also die Botschaften sind dann nicht so direkt bei mir angekommen, weil wir werden in absehbarer Zeit unsere Küche umbauen und wird dieser neue Kühlschrank dann quasi ein Plätzchen in der Küche finden. Boah, geil, du baust die Küche auch noch ins Wohnzimmer. Ja, die Burger ins Wohnzimmer quasi, genau. Und welche Energiesparklasse hat der? Der hat die von dieser neuen, das ist jetzt wieder neu. Ja, die neue, da sind die alten irgendwie 3A plötzlich C. Ja, genau. Und ich glaube, der ist auch C. Also das ist irgendwie so einer jetzt. Also mehr gab es irgendwie nicht. Es gab nur noch irgendeine chinesische Marke, da sind wir wieder bei. Da waren aber auch, da hingen auch Ballons dran. Und die war A. Und da wollte ich kurz verkaufen, habe dann aber noch mal so ein bisschen rumgegoogelt und da war dann plötzlich extrem viele verdächtig negative Bewertungen bei verschiedenen Portalen und da habe ich gedacht, ach, dann vielleicht doch nicht. Ich habe auch letztens mal geguckt, ich habe Samsung ein B gefunden. Das ist keine schlechte Marke. So, das war jetzt der Werbeteil, ne? Also, genau. Unser Product Placement haben wir jetzt erledigt. So ja, gut, fast ich so kann, gut ich kann vielleicht noch zwei Sachen gerade abholen, weil der Sammer ist eh schon am Schimpfen wegen der C-Klasse sozusagen. Und dann muss ich mich auch noch mal outen. Ich habe was im Supermarkt gesehen und ich habe es ehrlich gesagt gekauft. Ist eine Dose. Eine Dose. Eine Dose. Die Dose ich vom Wörthersee. Wer es nicht weiß, die goldene voll in die Presse-Regel. Keine Dosen habe ich gebrochen. Weil ich einfach unserem Freund, der muss immer so in die Röhre gucken, eigentlich mag der gar kein Bier und sowieso auch kein Fußball, was mit Bier assoziiert wird. Und der ist aber ein riesiger Simpsons-Fan und da gab es Duff-Bier. Und dann dachte ich, ich muss das... Ja, da muss ich gemeint sein. Ich muss das einfach holen, lieber Prollo. Prollo Simpson heißt er ja eigentlich Prolo auch. Prollo Simpson. Ich habe nur zwei geholt fürs Klima. Ja, aber die sind schön cool. Für Prollo reichen die ja. Genau, und... Weil der Beef so ein geiler Typ ist, hat er mir offensichtlich irgendwann mal WLAN gegeben. Ich bin wieder online und habe euch ja ein Quiz versprochen. Soll ich da mal eine Runde hier ausschenken? Ja, du mach dich mal nützlich, genau. Soll ich auch mal aufmachen schon mal, oder? Warte mal, ob es auch schmeckt. Dann können wir die zweite. Wahrscheinlich nicht. Das ist ja wahrscheinlich irgendein fieses Zeug, was einfach nur dieses Simpsons... Du wirst lachen. Ich habe vor Jahren auch mal Duff-Bier auf irgendeinem Weihnachtsmarkt gekauft. Und das hier kommt aus Mannheim. Und das damals kam aber definitiv... Irgendwie aus dem Ruhrpott. Also diese Biermarke scheint nicht so vernünftig gesichert zu sein. Also ja, da kann wohl jeder seinen Duff brauen. So, meine Lieben, ich habe euch einen Quiz versprochen und der ist jetzt auf der Tagesordnung, weil wir sind ja hier als Podcaster, die sich mit Medien und dem gesprochenen und geschriebenen Wort beschäftigen, ja auch hoffentlich wortgewandt. Und da habe ich diesen Quiz gefunden in Welt Online, ein nicht wirklich von mir präferiertes Magazin, was ich aber ständig angeboten bekomme, seitdem ich mal irgendwie ein bisschen über Ukraine-Krieg recherchiert habe. Hier geht es aber um was anderes. Und zwar der Duden hat viele schöne Wörter als veraltet oder veraltend
deklariert. Wörter, die kaum noch jemand versteht. Oh, du Gott. Schon? Dann teste deinen Sprachschatz. Weißt du zum Beispiel, was das Wort Blaustrumpf bedeutet? Und damit geht dieser Quiz auch los. Heißt das eigentlich dieses Quiz oder dieser Quiz? Boah, Alter, das ist jetzt noch nicht Teil des Quizzes. Steht hier nicht Deutschquiz ohne Pronomen. Egal. Der Deutschquiz. Wollte nur irritieren. Ja, also Zeit gewonnen, hast du gut gelernt damals im Seminar. Aber was ist der Blaustrumpf? Ich gebe euch auch 4 Antworten. Ich kenne nur den Blautopf. Ja, nee, ist Blaustrumpf. Also konzentriere dich mal auf den Blaustrumpf. Das sind 10 Fragen. Wir müssen ein bisschen Gas geben. Was ist das hier? Abendfüllen. Erstens ein bestohlener Polizist. Zweitens Mitglied einer Unterorganisation der UN-Blauhelme. Drittens eine gelehrte Frau ohne weiblichen Charme. Oder viertens Person, die läuft, als ob sie betrunken ist. 4. Ich sag 3. Finde ich lustiger. Ich würde auch 4 tippen. Okay, ich kenne die Antworten, ich tippe auch mal 4. Ist falsch, 3 ist richtig. Gelehrte Frau ohne weiblichen Charme. Damals war es noch nicht so politisch korrekt alles. Die Encyclopædia Britannica schildert die kuriose Entstehung der Bezeichnung Blaustrumpf. In der Mitte des 18. Jahrhunderts trafen sich in Gruppen begüterte Frauen in England gern zu gehobener Konversation, als die reiche Irin Elizabeth Vesey den Botaniker Benjamin Stillingfleet zu einem Damenzirkel einlud. Dieser aber ablehnen musste, weil er keine passende Garderobe hatte, meinte Mrs. Vesey, don't mind dress, come in your blue stockings. Und so weiter. Blue Stockings Society. Später entwickelte sich der Begriff sowohl in England als auch in Deutschland. Die heutige negative Bedeutung gelehrte Frau in die gelehrte Frau ohne weiblichen Charme. Vielleicht machen wir es so, dass wir, wenn die Erklärungen immer so lang sind, dass wir das einfach stückeln. Jetzt 3 Fragen, später 3 Fragen. Ja, ich höre jetzt auch nach der 3. auf. tatsächlich. Jetzt noch eine 2. Frage. Gibt es das Verb dalbern wirklich? Sie dalberte mit den Kindern. Also das ist eine Frage. Gibt's also eine Ja-Nein-Frage? Absolut oder nee? Also quasi ja oder nein? Jetzt wird's einfach. Ach, ich tippe einfach ja. Ich tippe auch ja. Ich tippe nein. Ich mach mal ja. Und es ist richtig. Sie dalberte. Ja, das ist dann von albern oder was? Nee, keine Dalberei. Das Verb dalbern gibt es tatsächlich im Norddeutschen. Dalbern. Und es ist wirklich albern von Bedeutung her. Etwas kann aber nicht dalbern sein, sondern ist laut digitalem Wörterbuch der deutschen Sprache dalberig. Der Duden nennt als Ursprung den Dalf, ein alberner, ungeschickter Mensch. Nicht zu verwechseln mit Alf. Der ist ja albern. Das sind die norddeutschen Dialekte, finde ich sowieso super. Also da gehst du auch nicht zum Metzger, gehst du zum Schlachter. Ja, weißt du Bescheid. Weißt du Bescheid, ja. Kopf ab. So, letzte Frage für heute. Was ist ein Abtritt, abgesehen vom Abgang eines Schauspielers von der Bühne oder eines Politikers? Also das ist nicht gemeint. Ein Abtritt. Ist das A, eine Rampe, B, ein Ausgang, C, ein Fußabtreter oder D, eine Toilette? Ich kenne es als Toilette tatsächlich. Toilette, ja. Ja, würde ich auch sagen. Wobei, ist das nicht der Austritt? Aber naja, egal. Nee, also ich kenne Abtritt als Toilette, als, ja, als Synonym für Toilette oder Klo oder Scheißhaus. Okay, wir nehmen das Scheißhaus, Toilette und es ist richtig. So. Richtig. Ach Gott. Mit dem Thema kennen sich 4 Männer aus. Synonym Abort. Vielleicht noch gebräuchlicher. Kann mal irgendeiner dem Typen den Tee wegnehmen? So, ich lese jetzt das auch nicht mehr vor. Könnt ihr selber darauf gucken im ich Quiz. Darf ja, Prost. Die Damen, der Herren. Oh, der Prollo, der hat da schon wieder Prost. Einige ein lecker Duff. Aufzeichnungen liegen, das sieht nach einem spannenden Vortrag aus. Ich habe ja einiges mit. Apropos spannender Vortrag. Was hast du denn sonst alles so dabei? Können wir ja mal damit einsteigen. Ja, mein Name ist Prollo Alarv und ich habe heute was über dumme Autofahrer und von Schweinen getötete Metzger dabei. Von Schweinen getötete Metzger. Ah, das hat einen Moment gedauert. Ja, das ist schön. Und die anderen? Wir wollen für Stimmung sorgen. Ich werd gleich was über einen Supermarkt berichten, der extrem innovativ unterwegs ist beim Thema Gesundheitsprävention, Gesundheitsschutz. Also
Da werdet ihr Interessantes von mir lernen. Hm. Ja, ich bin der Beef Roger. Ich spreche es mal Französisch aus, weil ich auch was aus Paris habe. Und auch noch was zum Thema habe, Sexsucht bei Tieren. Und vielleicht, wenn es klappt, auch noch was zum Thema Lügenbaron. Geil, Sexsucht, ich finde so geil. Der Beef ist im Moment richtig in Fahrt. Das war letzte Woche schon so klasse. Ja, seitdem der hier das Haus umbaut, da geht einiges. Ja, ja. Sorry, Ausbau. Irgendwie das Testosteron, das kommt da so in Wallung, ich weiß es nicht. Der schafft Platz für den Darkroom. Er fällt sich die Wurst. Ja, mein Name ist Ben Cartwright und ich berichte von wahrscheinlich einem der ältesten Pubs der Welt und von einer jungen Dame, die, wie soll ich das sagen, Unglück im Glück hatte beim Lottospielen. Lotto ist ja immer gerne genommen. Wir haben eben schon vor der Sendung rumgewitzelt, wenn doch endlich mal der Lottogewinn kommt, dann können wir jemanden einstellen, der hier für uns den ganzen Scheiß auf- und abbaut und schneidet und überhaupt. Dann kommen wir auch wöchentlich raus, wenn es soweit ist. Aber bis dahin müssen wir alles noch mit Handarbeit, wie beim Beef, ne? Handarbeit. Genau. Jetzt habe ich es auch verstanden. Toll! Super. Super, Handarbeit. Ja, ja. Lach doch einfach mal. Ja, mach doch einfach mal. Ich gehe dann schon mal den... Ja, aber war ein Karlauer, tut mir leid. Komm, Paulo, was hast du uns jetzt zu erzählen? Sieht so aus, als ob da was Interessantes bei rauskäme. Ich fange mal mit der... ich habe einen kleinen Einspieler vorbereiten lassen. Und da fangen wir erstmal... Die Autofahrer sind ja von uns in letzter Zeit ohnehin gebeutelt. Also gerade wenn sie hochpreisige Fabrikate fahren. Und meine Frage erstmal an euch. Erinnert ihr euch noch an den Commander? Ja. Der Commander, ich weiß es, aber willst du erstmal noch ein bisschen die Spannung hochhalten? Nein. Der Superstau. Hallo, hier ist Commander. Commander, ruf Wildgas 3, bitte kommen. Bitte die aufpassen. Oh, ihr Idioten, ich fahr dich platt, ey. So, der Superstau von 91, doch schon so lange her. Und damit sind wir schon mitten im Thema Autoverkehr. Verkehr. Vielleicht darf ich ganz kurz an der Stelle, lieber Prollo, sagen, warum ich das noch so gut präsent habe, weil mein Kumpel Jörg aus Aachen, mit dem ich im Studium genau in der Zeit zusammen gewohnt habe, den haben wir immer den Commander genannt. Ich weiß gar nicht warum, der nannte sich auch selber der Commander. Also an der Stelle schicke ich mal einfach Grüße raus und nehme das zum Anlass, dem diese Folge zu schicken. An den Commander. An den Commander höchstpersönlich. Ja. Und ich habe tatsächlich was, ist der Artikel ist auch letztendlich schon historisch. Es geht hier um eine britische Studie von 2017. Mitte 2017 gab es da so ein paar Berichte zu. Und der Titel lautet: Macht regelmäßiges, stundenlanges Autofahren dumm? Ja, und wenn wir so an den Commander denken und seinesgleichen, könnte man ja glatt auf die Idee kommen. Ich muss mal kurz aufstoßen. Verzeihung. Das Bier, das perlt. Das Gott sei Dank kam es oben raus. Ein echtes Duff. Ein echtes Duff. Ja. Sonst bitte den Austritt benutzen. Richtig. Ja. Abtritt. Ja. Also ist schon ein bisschen länger her, aber weil wir das Thema Autofahren ja doch häufiger hier haben, wollte ich, als ich da zufällig drauf stieß, nicht drauf verzichten. Tatsächlich, man hat sich da in einer Studie damals mit beschäftigt, am Leicester Hospital und der University of Leicester. Leicester für die Engländer unter euch. Ich dachte gerade, was ist denn ein Leicester-Hospital, wo die ganze Zeit am Leicestern sind, oder? Ja, gegen Autofahrer vor allem. Das ist Leicester, das Leicester-Hospital. Ja. Aber Leicester ist doch gut, also hast du perfekt ausgesprochen. Ja, absolut, das war auch einfach nur... Ja, ich habe es jahrelang falsch ausgesprochen, da oute ich mich gern. Was kann man denn da falsch aussprechen? Leicester oder was hast du gesagt? Ich weiß es nicht mehr irgendwie. Leicester. Ja, Leicester. Leicester. Ja. Und darauf trinke ich erstmal ein Stück Worcester-Soße. Worcester. Genau. Ja. Jedenfalls, also zwei Gründe. Erstens, während des Autofahrens ist der Geist insgesamt nicht so aktiv. Zweitens macht Autofahren natürlich auch Stress und müde und das ist halt beides schlecht fürs Gehirn. So, relativ erstaunt war ich darüber, erstens, dass Autofahren wohl genauso verblödet wie 3 Stunden plus Fernsehen am Tag. Ja, ähnlicher Effekt. Und das Zweite ist, dass die Studie offenbar 500.000 Briten
zwischen 37 und 73 über 5 Jahre beobachtet hat. Das finde ich ein ziemlich großes Sample. Briten. Großartig. Ja gut, da steckt ja der Fehler schon in der Anlage. Wieso? Haben die auch vorher nachher Tests gemacht? Ja, der, genau, den hätten sie vielleicht vorher mal. Über 5 Jahre und jeder 5. der Probanden verbrachte täglich mehr als 2 Stunden im Auto. Und offenbar wurden die über die Zeit immer blöder, also in Intelligenzpunkten gemessen. Ja, also haben sie einen IQ-Test gemacht. Ist das genetisch bedingt? Tja, wir wissen es nicht. Aber das fand ich mal, ich weiß nicht, wer hier viel fern, und jetzt haben wir natürlich die Fernfahrer hier als potenzielle Hörerschaft sogleich auch vergrault. Das ist mir jetzt im Nachhinein erst aufgefallen. Also ich weiß nicht, die... Also jetzt sag das doch bitte mal in ganz einfachen Worten. Kurze Sätze. Ja. Hallo, liebe Autofahrende. Ja. Liebe Autofahrende. Hier ist der Klausi. Und an den Klausi erinnern wir uns doch auch noch von früher. Ja, das ist er hier. Bevor du die Stiefel das erste Mal anziehst, musst du reinpinkeln. Wollt ihr mich jetzt verarschen, oder was? Klausi, ehrlich. Du, ehrlich. Das ist ein alter Lanzertrick. Ja, der Klausi, seines Zeichens Manta-Fahrer. Manta. Und möglicherweise Vielfahrer. Wir wissen es nicht. Ja, das waren noch Zeiten in den frühen 90ern und wo man noch beherzt Auto fahren konnte, ohne gleich wieder hier in Klimascham zu geraten. Aber den zweiten Punkt, der ist mir tatsächlich selber auch schon aufgefallen, nämlich an mir. Das wird euch sicherlich auch so gehen. Das ist jetzt sozusagen ein Teilbereich der Autofahrdoofheit. Navi-Nutzer schalten Teile ihres Gehirns ab. Und zwar, weil einfach, es liegt ja auf der Hand, das Gehirn sich weder orientieren muss, noch groß Wege suchen. Und wer mit Navi fährt, auch hier gab es wieder eine Studie in einem Stadtteil Londons, zeigte sich, dass die Leute, die mit Navi fuhren, tatsächlich an Kreuzungen, wo eigentlich die Hirnaktivität steigen müsste oder bei der Suche nach Umwegen, einfach im Hirn nicht mehr reagierten. Also wenn ich demnächst an der Ampel neben mir so einen habe, der so ganz dröge guckt und so Sabber aus dem Mund rausläuft, dann weiß ich, der fährt mit Navi. Ja, aber ich kenne das nur von mir selber, ganz ehrlich. Wege, die ich mit Navi gefahren bin, da kann ich mich hinterher nicht gut, die würde ich, glaube ich, meistens nicht mehr finden. Prollo, du sprichst mir aus der Seele. Ich wollte gerade sagen, das ist doch definitiv richtig, was da der Prollo gerade beschrieben hat. Also ich muss sagen, Wege, die ich wirklich suchen musste, ohne Navi, die habe ich teilweise Jahre später teilweise wiedergefunden. Also ich erinnere mich noch sehr gut, als wir mal nach Südfrankreich gefahren sind und dann irgendwie, Richtung Luxemburg gefahren sind und dann sagten alle irgendwie, ja, hier fahr da irgendwie Luxemburg rechts. Luxemburg ist aber nicht in Südfrankreich. Ja, aber du fährst da dann irgendwie bei Metz irgendwo über die Grenze. Und dann ist das luxemburgische Metz. Und dann geht's da einfach nach Süden die Autobahn runter. Das ist eigentlich über Orange und also das ist eine gute Strecke. Und ich weiß noch, ich bin die Strecke einmal gefahren und durch so Orte und deswegen werde ich es nie vergessen in Luxemburg, die hießen billig und oberbillig. Das fand ich und wasserbillig, ja. Gibt's auch fand ich super witzig und als ich die Strecke dann irgendwie, ich glaube 2-3 Jahre später gefahren bin nochmal, ganzen Wagen voll Leute und dann sagten die alle, hey, du musst da jetzt rechts rüber und keine Ahnung was und ich bin einfach total stur einfach nach dem bildlichen Gedächtnis gefahren, so wie ich es noch im Kopf hatte. Und wir sind tatsächlich dann, du fährst dann im Dunkeln über die Dörfer und kommst da über diese Käfer billig und oberbillig und wie das alles heißt und kommst dann aber genau richtig in Frankreich raus und ohne Navi natürlich, ist ewig her, aber das habe ich natürlich nur aus dem Kopf gefahren. Also ich finde, das stimmt. Also wenn du eine Strecke mal richtig gesucht hast mit Karte und konzentrieren, dann weißt du die Strecke. Und also, mit dem Navi ist das nicht so. Ich frag mich das tatsächlich auch, wie wir früher eigentlich angekommen sind. Also wir sind ja richtig weit weggefahren. Also ne, was weiß ich, im Studium da in die Schweiz runter oder meine Eltern hatten ja ein Haus in Frankreich. Das war irgendwie Girona. Girona, Spanien und so weiter. Und da gab es ja gar kein Navi. Aber es gab doch den ADAC-Straßenatlas. Ja, am besten noch den Falkplan. Ja, das hatte man dann ja. Die Kombination sich angeguckt. Und dann hatte man sich so vielleicht so neuralgische Punkte irgendwo aufgeschrieben. Und wahrscheinlich ist man auch nicht immer die aller
effizienteste Route gefahren, aber man kam ja an. Also meine Mutter ist ja auch irgendwie Jahrgang, älterer Jahrgang, 37 genau genommen. Und wenn ich irgendwie sage, ich muss irgendwie nach Düsseldorf da und da, dann hast du eine Karte von Düsseldorf und dann kommt sie schon an mit so einem Stadtplan. Das ist natürlich total aus der Zeit gefallen. Mhm. Ist auch, ehrlich gesagt, also ich weiß gar nicht, ob ich es hinkriegen würde, am Steuer zu sitzen, daneben auf dem Beifahrersitz, so eine Karte, ob ich überhaupt noch hinkriegen würde. Da ja, kriegst du sich wahrscheinlich sofort eine Anzeige, wenn du da irgendwie eine Karte in der Hand hast. Ja. 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 So früher hat man sich da, glaube ich, auch noch mehr vorbereitet, gerade bei diesen Fernreisen, dass man sich dann wirklich vorher hingesetzt hat und diese Karte auch die wirklich Autobahnkreuze aufgeschrieben hat. Und so die, genau, die Ausfahrten. Genau, so und diese wesentlichen Marker und in welche Richtung man dann fahren muss, quasi von der Autobahn X oder Y. Oder ich habe mir mal die Route so mit dem Textmarker so auch in die Karte reingemalt, zur Freude meiner Eltern. Ja, das waren noch Zeiten. War irgendwie auch schön, irgendwie so und romantisch. Deswegen, so ist der Film Superstau ja auch erst möglich geworden. Heutzutage würden die ja alle vorher... Stimmt. Heute wird direkt die wie auch immer die heißt, einen daran vorbeilenken. Ja, ist das denn jetzt in Summe besser oder schlechter mit Navi? Also es hat ja Vor- und Nachteile. Es hat den Nachteil, dass du einfach irgendwie dein Gehirn nicht so richtig beschäftigst und die Gegend und die Strecken nicht kennenlernst. Es hat aber den Vorteil, dass du definitiv relativ praktisch überall ankommst und möglicherweise auch sich der Verkehr besser verteilt, weil eben Staustrecken gemieden werden. Was ist jetzt? Also besser, glaub, schlechter? Ja, man findet leichter hin. Und ich meine, wenn man selber verblödet, man kriegt das ja nicht so mit. Also ich finde insofern... Also ich find Navi schon ziemlich geil. Geile Erfindung, also definitiv. Wolltest du auch nicht mehr missen irgendwie. Ja, sehe ich eigentlich auch so. Aber es tut mir schon manchmal leid, dass ich irgendwie die Strecken, die ich dann heute irgendwie nicht kenne mit dem Navi fahre, dass die definitiv weg sind. Also dass ich da ja, man kann nicht vorher trotzdem mal gucken. Man guckt halt auch nochmal in einen Online-Plan oder so oder eine Karte, dass man sich so grob im Raum orientiert. Also dass man schon ungefähr weiß, welche Richtung man fahren muss und an welcher Seite der Bäume das Moos wachsen muss, damit man dann weiß, man fährt nicht Richtung Norden oder so. Das finde ich im Auto aber schwierig zu erkennen. Gut, musst du anhalten. Ne? Ich würde auch nicht jede Laterne empfehlen. Also gerade an den Autobahnraststätten ist möglicherweise blöd. Ist dann oft auch kein Moos, was unten wächst. Aber egal, also das war jetzt nur so ein... Ja, du kannst dir super vor Reisen informieren. Manchmal ist man ja ganz überrascht, eine vermeintlich kurze Strecke, wie lange die dann dauern soll. Und das ist dann auch in der Regel so. Also, wo ich es zum Beispiel also unfassbar praktisch finde, weil das war früher viel mühsamer, war, wenn du in irgendwelchen größeren Städten warst, die du nicht kanntest und dich da orientieren musst. Also jetzt, wenn du nach London, Rom, Paris irgendwie fährst oder gefahren bist, da dann durch die Gegend zu stolpern mit so einem Falkplan in der Hand oder sonst irgendwie, das war schon extrem mühsam. Also da ist es dann schon wirklich angenehm, dass du mal zwischendurch gucken kannst und dich da leiten lassen kannst. Und ja, ich gehe auch immer gerne in den Städten nach Streetart gucken und ich mache mir echt so eine Route in Google Maps fertig und dann laufe ich da ganz diskret immer mit dem Handy rum. Auf und deinem dann Samsung-Handy machst du das. Steuere ich ein Piece nach dem anderen an und das ist total geil. Ja, die machen auch übrigens nicht nur Handys, die machen auch Kühlschränke. Also doch super auch, Kühlschränke. Ne? Mhm. Ja, muss man so sagen. Ich habe kein Samsung-Handy. Aber diese Falkpläne. Oh, du könntest eins haben, wenn du es auch eine Kühlschrankfunktion Samsung haben sollte. Samsung machen doch auch diese guten Koffer. Aber diese guten alten Pläne von Falk. Samsung Night. Von Falk, da ist man doch auch immer wahnsinnig geworden. Die waren doch irgendwann schlimmer zusammenzufalten als ein Beipackzettel, wenn du den einmal auseinandergenommen hast. Im Original waren die Patent gefaltet sogar. Sie hatten ja dann so Längsschlitze und dann so ein gefächertes Faltsystem, was man aber eigentlich nie verstanden hat. Und da hast du schon ganz recht. Also irgendwann war es dann halt nur noch, der wurde jedenfalls über die Jahre immer dicker. Ja. Das kann man schon sagen, ja. So. Geil, die Sitze hier beim Beef machen schöne Geräusche. Ja, wenn es die Sitze wären. Also wir haben ja eben schon über fremde Städte, dann mache ich doch mal weiter. Ich hatte ja eben schon meinen Namen auch eher französisch ausgesprochen und hätte jetzt zu bieten, ich weiß nicht, ob das jetzt schon wieder Trumpismus ist, jetzt in Frankreich. Also Paris ist ja tatsächlich auch eine sehr beliebte Stadt, jetzt nicht nur bei Besuchern, sondern auch um dort zu wohnen.
Frankreich hat ja eher so ein sehr zentralistisches System, also nicht so dezentral wie in Deutschland. Es ist da viele verschiedene Unternehmen, hat ein großes Zentrum, das ist Paris, da wollen sie oder müssen sie alle hin, was natürlich auch zu Wohnungsknappheit führt. Und jetzt gibt's in Paris, da haben sich dann auch die Leute haben sich dann auch sehr lustig drüber gemacht, es gibt eine Wohnungsanzeige, die arbeitet mit gefühlten Quadratmetern. Also das ist eine Wohnung, die oder ein Zimmer, sage ich jetzt mal, die ist halt 11,53 Quadratmeter groß, wird aber beworben mit gefühlten 16 Quadratmetern. Wie geil ist das denn? Da habe ich auch gedacht, großartig. Tatsächlich ja, scheinen die Immobilienmakler auch nicht mehr so richtig zu wissen, was sie noch alle schreiben sollen, um da wirklich viel Geld abzugreifen. Und es gibt aber auch dann Kommentare. Einer sagt, antworte, dass du bereit bist, eine Miete von 100 Euro zu zahlen. Gefühlte 1000 Euro schrieb ein anderer Nutzer. Sehr gut. Sehr genau. Gute Antwort, ja. Oder es ist eine 12 Quadratmeter große Wohnung nach dem Gesetz, aber wir haben an allen Wänden Spiegel angebracht, sodass es sich wirklich wie 70 bis 50 Quadratmeter anfühlt, wenn du in der Mitte sitzt. Tatsächlich. Dann musst du die Wohnung aber mit anderen Leuten teilen. Genau, bist nie allein, aber auch wieder. Ja. Denk die Vorteile. Also ich fand das sehr schön. Also gefühlte Quadratmeter, da steht auch wirklich so in der Anzeige, also es wären gefühlte 16 Quadratmeter, weil es irgendwie. Aber warum? Ja, genau. Ja, die haben auch so einen Zwischenboden, wo man dann hochkraxeln kann an der Leiter und dadurch wäre es dann nochmal toller und überhaupt. Mhm. Also, aber es ist tatsächlich. Und die Heizung schafft nur 18 Grad, aber gefühlt sind es 22. Gefühlt ist Sauna, ja, genau. Also okay. Russisch-römisches Dampfbad. Das ist tatsächlich. Ja, also ich fand das nur so ganz witzig, dass da auch jetzt schon mit gefühlten Größen gearbeitet wird. Und, ja, anders kannst du das Ganze ja auch irgendwie preislich nicht mehr ertragen. Ja. Ich kann mal weitermachen. Ihr Jungs, wenn ihr jetzt zu den gefühlten Quadratmetern nichts mehr ergänzen möchtet. Ich finde es einfach witzig, also dreist natürlich, aber auch witzig, wie Leute das dann noch immer weiter ausreizen in der Werbung. In der Werbung. Ja, ich wollte ja, habe ich gesagt, ein bisschen was über einen Supermarkt erzählen. Am Ende ist es gar nicht nur ein Supermarkt, sondern ein bisschen mehr. Aber man stellt sich natürlich die Frage, oder ich stelle euch die Frage, was kann denn ein Supermarkt mit dem Thema Einsamkeit gemeinsam haben? Ja, wenn da Singles einkaufen gehen, also es gibt ja so Supermärkte, die spezielle Abende veranstalten, wo Singles einkaufen gehen sollen, damit sie auf andere Singles treffen. Die machen dann quasi nur für Singles auf und dann können die sich da an der Kasse kennenlernen und oder in der vielleicht nicht mehr so einsam. Das was? Das, oder in der Gurkenabteilung. Das ist mega interessant, das wusste ich gar nicht, was du hier gerade sagst, Ben. Aber ich meine was anderes. Es geht ja, wie ich sagte, schon um Gesundheitsschutz, nicht so sehr irgendwie ums Kuppeln. Und zwar hat in Basel, gibt es ein Projekt, was da läuft, das heißt Plauderkasse. Und zwar, man kennt es ja, an den Supermarktkassen, man steht sowieso immer an der Kasse, an der die längste Schlange ist, an der irgendjemand sein Kleingeld noch zusammenkramt, an der es auf jeden Fall am längsten dauert und es nervt. Und es gibt aber Menschen, die sich Zeit lassen wollen. Man kann es kaum glauben, in unserer hektischen Zeit gibt es Menschen, die Ruhe weghaben, beziehungsweise die sie auch weghaben wollen, weil sie einsam sind. Ich weiß nicht, das betrifft vielleicht auch den einen oder anderen hier von euch. Ich weiß es nicht. Aber es gibt ja gerade bei einsamen Menschen, häufig sind das Ältere, aber nicht nur, das wird ja auch ausdrücklich betont, das Bedürfnis zu plaudern. Und deswegen hat ja, gerne auch, wenn ich 20 Minuten Mittagspause habe und dann nur schnell irgendwie einen Joghurt kaufen will, dann vor mir in der Reihe. Das ist die typische Situation, wo ich das feststelle. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Aber der uns bekannter Lebensmittelgroßhändler, oder weiß nicht, ob es ein Großhändler ist, auf jeden Fall Supermarktkette Migros, hat in Basel hier bei so einem Projekt mitgemacht, haben so eine Kasse eingerichtet. Da geht es eben darum, dass ausdrücklich an dieser Kasse sich Zeit gelassen werden kann, geplaudert werden kann. Da ist es sogar so, dass die
Kassiererin zum Gespräch anregt oder der Kassierer, wie auch immer, und einfach dann so ein bisschen geklavt werden kann, ein bisschen geschwätzt werden kann. Und es geht tatsächlich jetzt darum, einsamen Menschen die Möglichkeit zu geben, mal ein bisschen zu plaudern und ja, denen sozusagen, also ich will jetzt nicht sagen, dass das schon als Gesundheitsschutz effektiv dann ausreichend ist, aber denen da auch so ein bisschen gesundheitlich zu helfen. Ja, es ist natürlich eine super schöne Idee. Ich frage mich nur gerade, wie das zustande gekommen ist. Wahrscheinlich hatten die da irgendwie auch Kassierer, die so gerne geredet haben. Und gesagt, scheiße, was machen wir mit denen? Aha. Ja, ich muss mich ja auch. Ehemalige Friseure auch da eingestellt oder sowas. Ja. Die haben dann auch gerne. Ich muss ja sagen, ich fahre ja den Einkaufswagen, fahre ich ja wie der Commander. Ja, Platz da. Ich habe. Insofern, für mich wäre das tatsächlich ein Vorteil, dass die ganzen Plaudertaschen, die dann in Centmünzen ihre 3,50 hinlegen, einfach von meiner Kasse weg sind. Insofern so eine Win-Win-Situation. Ja, da schlage ich immer zwei Herzen in meiner Brust, weil wenn ich selber Zeit habe, finde ich das nett, dieses Menschelnde auch an der Supermarktkasse. Wenn ich aber keine Zeit habe, dann geht es mir um den Sack. Und dann will ich einfach nur jemand, der seinen Job macht, so Aldi-Style, ting, 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 durch und... Ja, dann ist gut. Also das ist auch immer so ein bisschen situativ. Wenn du das vorher schon sozusagen ausloten kannst, stelle ich mich an der Plauderkasse an oder an der effizienten Kasse. Schon irgendwie eine gute also Idee. Ich weiß jetzt halt nicht, also ich kenne jetzt da diese Schweizer Kette nicht im Detail quasi. Ich war da schon mal vor x Jahren drin, aber ich stelle mir halt den Supermarkt jetzt nicht so den klassischen Plauderort vor. Also ich kann mir das ja gut vorstellen, dass das kennt man ja auch bei dem Bäcker um die Ecke oder bei den sonstigen mehr oder weniger klassischer Einzelhandel, den man in der Nähe hat, wo man dann die Leute auch regelmäßiger sieht. Also die wechselt denn das Personal an der Kasse auch genauso wie bei anderen, wie die an den anderen Kassen? Weil das wäre dann wirklich ein alberner Zufall, wenn ich immer die gleichen Leute treffe. Also das wäre für mich so ein bisschen, also ich glaube, plaudern finde ich auch angenehm, wie eben benannt beim Einzelhändler um die Ecke oder sowas. Und das ist ja, glaube ich, auch ein gewollter Teil dieses Einzelhandels. Aber ob es am Supermarkt, habe ich es ehrlich gesagt noch nie vermisst. Also für mich eher schnell durch, einkaufen und raus. Ja, also erstmal zu deiner Frage, ob die Kassierer durchwechseln, kann ich dir nicht sagen. Das gibt der Artikel hier nicht her. Hier ist, also das ganze Projekt ist jetzt nicht von Migros aufgesetzt worden, sondern das ist der Verein Gsünder Basel, also Gsünder Basel, geschrieben. Und da sind Ehrenamtliche auch tätig, zum Beispiel eine, die dann die Einkäufe auch einpackt und da auch mit den Leuten ins Gespräch kommt. Und was so deine Erfahrung angeht, also da bin ich eher so ein bisschen beim Ben. Ich muss sagen, ich habe auch wahrscheinlich in 9 von 10 Fällen habe ich es eilig und es nervt alles, wenn irgendwie es nicht vorangeht. Aber wenn es dann mal irgendwie an der Kasse und nur so ein Satz oder zwei und dann so ein nettes ganz kurzes Gespräch und ein Lächeln, dann gehst du doch ganz anders da weg. Genau das. Also ist aber das erstens, die einsamen Menschen oder wenn einer irgendwie Probleme hat oder was weiß ich, jeder muss kacken und einkaufen gehen. Auf dem Klo willst du vielleicht die Leute nicht auch in Gespräch verwickeln, also machst du es im Supermarkt. Das finde ich schon mal sehr clever, dahin gehen, wo halt jeder ist. Und dann wollte ich gerade sagen, das ist ja tatsächlich so, wenn man mal sich die Zeit nimmt und nicht so hetzt und mal einfach nur irgendwie 2 nette Sätze mit irgendjemandem da an der Kasse oder auch jemand, der in der Reihe steht, wechselt, mal lacht, einen kleinen Scherz, dann fühlt man sich ja schon viel besser. Also ich glaube, es gäbe insgesamt viel weniger Hass auf der Welt, wenn einfach mal Leute netter zueinander wären und auch mal Danke sagen würden oder Hallo auch zu Fremden oder einfach so ein bisschen netter miteinander umgehen, auch im Alltag. Ich meine, merke ich auch. Manchmal habe ich auch voll die Fresse und hetzt dann irgendwie so durch meinen Tag und dann trifft man vielleicht auf so eine einsame Person oder irgendeiner, der auch einen Scheißtag hat und dann passt dir meine Fresse nicht und dann bringt er zu Hause seine Frau um oder so. Wenn ich aber Hallo, guten Morgen gesagt hätte, schön, dass du da bist, Mensch, mal schnacken hier. So, und dann kann der sich mal ein bisschen den Frust von der Seele reden, 2 Minuten, und dann darf die vielleicht noch 2 Wochen leben. Das ist doch von Vorteil für alle. Ja, also ich finde das ziemlich das ist ja sehr konkret schon. Ja, einfach mal so eine realistische Situation. Wir sollten mal mit seiner Frau mal hineinversetzen. Also ihn, seine Frau vielleicht warnen. Aber
Ja, aber es ist doch tatsächlich so, wenn du wirklich mal irgendwo, ob das jetzt an der Bäckerkasse oder sonst wo ist, ja, an der Theke, und du wirst richtig freundlich, man, die lächelt dich an, die Kassierin, du fühlst dich doch, wie der Ben sagt, du fühlst dich doch für den Moment, ja, echt mal richtig, das denkst du so, oh, die war aber nett, dann gehst du da weg und fühlst dich für den Moment richtig gut. Das ist doch viel schöner. D'accord. Aber ich habe, vielleicht haben wir auch ein unterschiedliches Verständnis, was das Thema Plaudern angeht. Ja, also Plaudern eigentlich länger. Einfach sagen, ja, freundlich, danke, bitte und ein nettes Gesicht dazu. So, das ist jetzt für mich jetzt noch kein Plaudern im klassischen Sinne, sondern das ist ja vielleicht auch nett in der Situation, wenn du da stehst und mit derjenigen oder demjenigen dann plauderst oder so. Ich könnte es mir halt nur vorstellen, wenn du der Siebte in der Reihe bist, geht es dir vielleicht dann doch ein bisschen auf den Keks, wenn, ja, da vorne erstmal dann die letzte Woche abgearbeitet, ja, wird. Und das ist halt, deswegen, also das ist so ein bisschen, wo ich so ein bisschen hadere, aber das, ja, also da, nein, ich bin völlig, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie eine halbe Stunde da reden, also das wäre ja, du kannst glaub, ja, wenn es Schweizer sind, die brauchen für den Satz ja schon eine 5 Hallo. Minuten. Hallo, ich bin der Ranzilli. Also wenn es so losgeht, dann dauert es dann schon, also weiß ich nicht. Ich bin ganz, ja, aufgeregt. Ja, ja. Also ich weiß jetzt nicht, die Kassen sind wahrscheinlich gekennzeichnet, schätze ich mal. Und du hast recht, Plaudern dauert länger. Gibt es denn auch eine Plaudertasche zum Einkaufen? Es gibt da auch übrigens Meinungen, die hier kurz... Wer war die wohl los? Da sind wir ja seit letzter Woche. Genau meine Schleife. ich will gerade hier noch 3 Stimmen mal kurz irgendwie einbringen. Sie haben ja irgendwie Leute gefragt, die da einkaufen, und die eine Frau sagte energisch, heißt es hier, sie sagte energisch, oh, ich finde es idiotisch, tut mir leid. Es gibt genug andere Möglichkeiten zum Plaudern. Klammer auf, ich habe Termine. Also, vielleicht war der Kommentar auf die Umfrage bezogen. Ja, das kann natürlich auch sein. Ja. Das kann natürlich auch sein. Guter Aspekt. Jemand anders sagt, ich bin jetzt das dritte Mal hier und ich finde es gut, vor allem für die alten Leute. Und dann schmunzelt noch ein Kunde und sagt, es ist gemütlich hier. Also das habe ich jetzt wahrscheinlich wenig schweizerisch ausgedrückt gekonnt. Aber ja, also ich finde es insgesamt eine gute Sache. Ich wollte jetzt abschließend dazu nur auch nochmal darauf hinweisen, dass es tatsächlich mehrere irgendwie Projekte ähnlicher Art gibt. Also irgendwie haben sie in Österreich auch zum Beispiel Tratschbankern eingerichtet. Ich weiß nicht, das war jetzt auch wenig gelungen betont. Könnt ihr euch vorstellen, was eine Tratschbankerl ist? Eine Bank, wo du rumlabern kannst. Ja, also habe ich es doch nicht so schlecht gesagt. Genau, es sind Banken, die Bänke, die sind so gekennzeichnet, dass da sich Leute hinsetzen sollen, die auf der Suche nach einem Gesprächspartner sind. Forrest Gump. Setz dich dahin und das heißt dann, ich suche jemanden, der mit mir quatschen will. Ne? Und dann kannst du, wenn du Glück hast, kommt jemand dazu. Und das Gleiche gibt es am Plaudertischerl. Das haben sie auch irgendwie eingerichtet, dass du in irgendeiner Gastronomie, da ist ein gekennzeichneter Tisch, wenn ich da hinsetze, dann heißt das, ich suche Gesellschaft zum Quatschen. Geil wäre auch, wenn dann einer sitzt und den ganzen Tag keiner sich dazu setzt. Ne? Der bringt sich danach auf jeden Fall um. Ja, vielleicht gibt es da so Servicepersonal, das dann unauffällig, ja, so bezahlte, von der Seelsorge. Leute, genau, die dann so, ja, durchgeht, ja, dann redet so mit ihm. Sorry, der Prollo hat hier so völlig heimlich still und leise während der letzten Geschichte ein Brewdog Punk IPA Postmodern Classic Bier hingestellt in einem sehr gewinnenden Design, auch wieder aus der Flasche. Ich würde sagen, das schlürfen wir jetzt mal. Ja, das sieht doch erstmal sehr vernünftig aus. Es schäumt auch so schön im Glas. Oh Gott. Hat so schön geprickelt in meinem Bauchnabel. Eine reife Bernsteinfarbe mit leichtem Nebeleinschlag. Ist schon abgelaufen? Ja. Nee, ganz. Das ist ganz frisch von gestern Abend. Was ist da los, Alter? Ja, wunderbar. Sieht sehr gut aus. Ich habe jetzt irgendwie Artikel angeteasert und will trotzdem einen anderen machen, weil das habe ich eigentlich vergessen zu sagen. Und das finde ich ziemlich geil. Also den Artikel, den ich eigentlich machen wollte. Wer von euch kennt denn noch Dolly? Jetzt das Schaf oder? Nee. Nee. Genau, Dolly. Schaf Dolly kenne ich. Das Schaf Dolly. Beide. Also persönlich nicht, aber ich weiß ungefähr, um was es geht. Das ist gut. Nee, genau, das Schaf Dolly war ja so, ich glaube 97, ich habe es vorher nochmal geguckt. Vielleicht bleiben wir ganz kurz bei der Dolly, weil meine Geschichte hat im weiteren Sinne damit zu tun, weil ich fand das ganz bezeichnend.
Die Dolly, wisst ihr auch, warum man das Schaf Dolly genannt hatte damals? Oder nach wem? Kann man sich vielleicht noch vorstellen? Nach Dolly Parton. Ja, nicht nach Dolly Buster. Nicht nach Dolly Buster. Obwohl hätte er ja auch quasi zwei. Also richtig, richtig. Und da also seid ihr auch schon genau anatomisch an der richtigen Stelle. Also sie haben es Dolly Parton, nach Dolly Parton, weil die sehr viel Holz vor der Hütten hatte. Oder noch hat, ich weiß gar nicht, ob die noch lebt. Auf jeden Fall hat sie eine kräftige Oberweite. Dolly Buster wird wohl gemunkelt auch. Und deswegen... Nur, dass die eine halt noch Musik dazu macht. Ja. Aber beide sind sie keine Schafe im klassischen Sinne. Nein, aber die Gene, dieses ich müsste das jetzt nochmal vorlesen oder ich kann es auch nochmal vorlesen. Ich habe das natürlich hier vorbereitet. Denn die haben das Gewebe, was sie für die Dolly geholt haben, aus der Zitze. Die Spenderzellen aus dem Schafsäuter geholt. Ja, das müssen, also es waren definitiv männliche Forscher, die holen also die Zellen, aus denen sie die Dolly geklont haben, aus dem Schafsäuter, nicht der Zitze, das wäre ja der Nippel da, sagen wir mal aus dem ganzen Euter, und sagen, oh, ich hab großer Euter, das waren Schotten, die reden natürlich anders, und dann haben sie gesagt, ja, dann nehmen wir die mal Dolly. Ja, aber dann konnte es ja tatsächlich nicht Dolly Buster sein, weil die hatte ja eher dann Silikon und kein Gewebe. Ja, stimmt. Ja, haben sie sich dann wahrscheinlich auch gedacht. Deswegen haben sie Dolly Parton jedenfalls genommen. Ja. Ich habe ja gerade noch einen kleinen Faktencheck gemacht auf Wikipedia. Da steht das auch. Es muss also richtig sein. Ja, erzähl ja hier keinen Quatsch. Hier steht noch der Beisatz, sie nahm es mit Humor. Ja. Okay. Dolly Parton, ja dann. Ja. Ja. Willst du machen? Aber die Erklärung ist ja, also das ist ja, das kannst du heute nicht mehr bringen. Das ist so irgendwie so ein schräger Humor. Ja, war das denn jetzt schon die richtige Geschichte? Nein, das war die Einleitung. Also Dolly war ja damals Riesensensation. Oh krass, die klonen Schafe. Und was ich jetzt zufällig bei einer Fortbildung unter der Woche mitbekommen habe, ist, dass das Klonen von Tieren inzwischen ist das totaler Standard. Und zwar vor allem, oder wo es auch sehr gemacht wird, im Reitsport. Die klonen Rennpferde schon seit vielen Jahren in vielen Ländern und ich bin nur darauf aufmerksam geworden, weil es jetzt auch in China gemacht wird. Und in China mit Zhuang Zhuang das erste geklonte Rennpferd. Zhuang Zhuang ist übrigens, das bedeutet Copy und Paste auf Chinesisch. Achso, ich dachte Aloha. Hey. Naja, geil. Und jetzt überlegt mal, wer wohl Pate stand für diesen Klon? Ja, dieser Puh-Bär, der. Nee, ein deutsches Pferd namens Ursus. Ursus. Ursus hat gute Gene und das haben die sich geholt. Und jetzt klonen die das da in China und das ist wohl relativ gängig. Also das erste Pferd, das geklont wurde, ist 2003 in Italien geboren worden. Da ist es auch erlaubt und wird auch gemacht, auch wohl zu Rennsportzwecken. Auch in den USA, Argentinien und UK und Südkorea ist das Klonen von Pferden zulässig. Ich glaube, in Deutschland ist alles nicht zulässig, by the way. Aber in China jetzt auch. Und die Internationale Reiterliche Vereinigung hat die Teilnahme von Klonen und deren Nachkommen am Pferdesport seit 2012 erlaubt. Das ist erlaubt. Also seit 2012 kannst du mit einem geklonten Pferd ein Pferderennen antreten. Und das finde ich total krass. Also es ist komplett an mir vorbeigegangen, weil ich habe immer gedacht, ja, im Labor, da klonen sie da halt so ein Schaf. Und die hat dann wohl auch, die Dolly hat noch viele Kinder auf normaler, also Lämpchen auf normalem Wege geboren und bekommen. Also die war gar nicht irgendwie crippled oder irgendwas. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das so salonfähig geworden ist, Tiere zu klonen. Also Renntiere. Habe ich auch nicht gewusst. Kosten 3, 4, 10 Millionen so ein Rennpferd. Wenn du es dir klonst, ist das halt Copy und Paste, wie aus dem 3D-Drucker. Das rentiert sich. Oh, oh ja. Hallo. Jetzt haust du auch der läuft. Was ist denn hier heute los mit euch? Ganz vorne dabei. Alle auf meiner Welle unterwegs. Ja, ist, wie gesagt, fand ich faszinierend. Bisschen spooky, ehrlich gesagt.
auch dass sowas dann, ich bin jetzt an dem Thema nicht so ganz tief drin, aber meine Frage ist jetzt, also ist denn bei den geklonten Tieren, egal ob das jetzt hier Schafe, Country-Sängerin oder was auch immer ist, auf jeden Fall, ist denn da auch, also sind die exakt eins zu eins auch in ihren Eigenschaften, Leistungen etc. oder ist das nur im Prinzip die gleiche Ausgangssituation, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, ein bisschen unwissenschaftlich und dann biegt es trotzdem in andere Richtungen ab. Hat da einer von euch Ahnung von, zum Beispiel, ist einer Biowissenschaftler von euch? Oder? Also, ja, der Ben, der hat da eine Fortbildung gemacht. Ja, das stimmt. Ja, also ich kann jetzt nur über dieses geklonte Pferd Zhang Zhang oder Xing Zhong sagen, dass es sich dabei um einen Hengst handelte und ein Warmblüter. Ein Warmblüter war. Aber ich weiß auch nicht, ob die jetzt komplett identisch aussehen, aber ich denke mal, so die, zumindest die genetische Disposition dürfte ja dann gleich sein, weil die sozusagen aus derselben Zelle letzten Endes entsteht. Also in gewisser Weise finde ich es auch überraschend, weil irgendwie genmanipulierter Mais kommt nicht sozusagen in den Supermarkt, wenn ich das so richtig sehe, aber irgendwie bei Tieren scheint es kein Problem mehr zu sein, solange wir sie nicht fressen und sie nur rennen laufen oder was? Also genmanipulierter Mais kommt in den Supermarkt, es muss nur draufstehen. Okay. Ja. Ja, ist das so, ja. Ja, die sind ja auch nicht genmanipuliert, die sind einfach, du nimmst halt Ursus, ich habe es jetzt nicht recherchiert, der war wahrscheinlich ein scheiß erfolgreiches Pferd und haben gesagt, hier, dem Ursus, dem holen wir auch mal was aus dem Hoden oder irgendwo so was raus, ja, und züchten uns einfach ein komplett geiles sondern ein Pferd. Zu Rennzwecken. Und das ist halt, wie gesagt, dass die Pferde, diese erfolgreichen Pferde, die kosten mindestens 1, 2, 3 Millionen, manchmal auch 10 Millionen, steht da. Das kann und will sich nicht jeder leisten. Und dann denken sie ja, das Klon ist ja halt definitiv einfacher. Und das ist halt hier irgendwie, die sind hier genannt in dem Artikel, China Horse Industry Association. Nee, das ist ein anderes. Hier gibt's irgendeine Firma, die das jetzt in China eben professionell macht. Und die bieten jetzt den ReiterInnen geklonte Rennpferde an. Also was ich schon mitgekriegt habe, was natürlich was ganz anderes ist, ist, dass von erfolgreichen Hengsten das Sperma verkauft wird. Ja, das ist ja irgendwie, ist ja irgendwie bekannt. Also dieses. So, damit verdiene ich mir auch immer was dazu. Ja. Jetzt mit deinem eigenen, oder? Guck, ich habe 4 Kinder, Alter. Ja. Sehen alle unterschiedlich aus. Ja. Na, nee, aber ich ziehe auch mal ganz kurz einen Artikel vor, den ich eigentlich auch gar nicht bringen wollte. Das passt aber sowas von der Show hier in dem Fall. Chinesische Forscher klonen Superkühe. Den habe ich mir rausgesucht. Ja. Tatsächlich, die Tiere sollen bald mehr als doppelt so viel Milch geben wie durchschnittliche Kühe in Deutschland. Und bislang sind auch 3 Exemplare geboren. Doch das ist gemäß der Fachleute wohl möglicherweise erst der Anfang. Das heißt, die Tiere sind dann nochmal, also die 3 Tiere, die seit Ende Dezember 2022 geboren wurden, sollen in der Lage sein, 18 Tonnen Milch pro Jahr zu produzieren. Ach, ja, aber was machen die denn? Also da müssen die ja was gemacht haben. Eine Kuh in Deutschland im Mittel des Jahres 2021 hergestellt hat. Und ich habe das jetzt gerade da reingelabelt. Ja. Lies mal den letzten Satz nochmal vor. Also, die 3 Tiere, die seit Ende Dezember 2022 geboren wurden, sollen in der Lage sein, 18 Tonnen Milch pro Jahr zu produzieren. Das ist mehr als doppelt so viel, wie eine Kuh in Deutschland im Mittel des Jahres 2021 hergestellt hat. Krass. Und es ergibt pro Kuhleben etwa 100 Tonnen Milch. 100 Tonnen Milch. Kühe werden dann ungefähr 5,5 bis 6 Jahre alt maximal. Und darf ich mal gerade fragen, wie hat man sich das vorzustellen? Ist einfach die, also wird die Milch einfach nur schneller produziert, sodass die Frequenz auch des Melkens dann einfach eben, weiß nicht, verdoppelt wird? Oder sind das irgendwie so Monsterkühe, die einfach größere Euter haben? Und ich glaube, da kommt einfach mehr raus. Also der Ausgangspunkt waren auch Zellen von Holsteinrindern, die aus den Ohren, in dem Fall an Ohren, nicht aus dem Euter entnommen wurden. Und die sind wohl jetzt als Rasse schon am bedeutendsten für die Milchproduktion und werden auch in Deutschland hauptsächlich für die Milchwirtschaft eingesetzt. Ja, aber wie schaffen sie das, das Ganze zu verdoppeln? Da muss ja noch irgendeine Manipulation stattfinden. Genau, und das, ich glaube, es wird dann einfach immer so viel
Also die beschreiben das ja auch, Klonen funktioniert, ich sage jetzt hier ganz grob, indem der Kern der entnommenen Zelle in eine entkernte Eizelle übertragen wird. Diese entwickelt sich zu einem Klon weiter, da sie das Erbgut der Spenderkuh trägt. Um einen Kuhklon zu erzeugen, der besonders viel Milch gibt, braucht es also eine Kuh mit dieser Eigenschaft als Ausgangspunkt. Ja, und, aber also dann gibt es die Kuh, die diese Menge Milch gibt, schon vor dem Klon. In China seien nur 5 von 10.000 Kühen in der Lage, im Laufe ihres Lebens 100 Tonnen Milch zu produzieren. Das heißt, die Idee ist, glaube ich, die suchen dann immer den besten, das ist so ähnlich wie früher, dass mit dem Sperma von dem Hengst, schlag mich tot oder was weiß ich, gemacht wurde. Nennen wir mal Ben, den Hengst. Und also ich sage jetzt mal irgendeinen Namen nur. Also ganz zufällig, willkürlich gesucht. Und dass das dann verwendet wurde, weil man da ganz hervorragende Eigenschaften und die dann gepaart wurden mit einer Kuh. Und dann kommt dann idealerweise was Gutes bei rum. Das ist ja auch bei Rosen und bei sonstigen Dingen auch so, dass man bestimmte Eigenschaften halt züchtet. Das ist letzten Endes wahrscheinlich so eine Mischung aus Klonen und Züchten dann letzten Endes. Nur, dass du halt das Ergebnis der Züchtung dann direkt kopieren kannst. Genau, kannst du kopieren und kannst es dann immer produzieren, Anführungsstrichen, immer copy and paste, dann wow, wow, oder wie hieß das auf Chinesisch? Ich weiß gar nicht mehr. Wow, wow, war der Hund. Ach so. Aber ich finde das spooky irgendwie, ne? Also von dem Tierwohl will ich jetzt gar nicht reden, aber so richtig Bock hätte man auf die Milch nicht, oder? Kann ich nicht einschätzen. Also ja, jetzt du musst, ich frag dich, also ich persönlich, weiß nicht, von so einer Superkuh, so einer geklonten, da nehme ich hier lieber tatsächlich die 0850. Ja, die Kühe, die du, oder die meisten Kühe, von denen wir die Milch haben, die sind ja wahrscheinlich auch zumindest mal gedopt. Aber diese 9 Tonnen im Jahr finde ich eigentlich auch schon. Eben, das ist ja, guck mal, 9 Tonnen. 9.000 Liter. Ja. Ja, aber wenn es die fröhliche Bio-Kuh, die immer draußen auf der Alm steht, ist, dann ja, weiß ich nicht. Also keine Ahnung. Möglicherweise ist das in 100 Jahren, sind diese Fragen wahrscheinlich, diskutiert kein Schwein mehr. Aber ich finde es irgendwie gefühlt komisch. Ja, ich finde das auch komisch. Also was hier jetzt noch, das ist so der Abbinder quasi des Artikels. Schreiben die hier Fachleute aus China, machen immer wieder Schlagzeilen mit geklonten Tieren. 2022 gab ein Unternehmen bekannt, erstmals einen Polarwolf geklont zu haben. 2018 machte ein Forscherteam eine Arbeit zu geklonten Affen. Und ein Jahr später wurden, und da wird es dann quasi, glaube ich, noch mal schwieriger, genveränderte Affen geklont. Das heißt, irgendwann machst du dann so an den rum und dann, wie gesagt, da gibt es eine Bastion von Horrorfilmen, die genau dieses Thema aufgreifen, ein bisschen, wie soll ich sagen, dramaturgisch verkürzen und dann irgendein Vieh-Mixture, was auch immer, dann auf die Menschheit loslässt, die man dann nicht mehr im Griff hat, in Anführungsstrichen. Das ist, glaube ich, so der spooky Teil dann bei dem Ganzen. Alles andere wird schon gemacht. Guck mal hier, die Zukunft, die wird echt spannend. Dann gehen die genmanipulierten Tiere, kämpfen dann gegen die AI-Roboter, gegen die künstliche Intelligenz. Genau. Ich meine, wir Menschen sind dann wahrscheinlich alle schon weg. So, wir sind schon. Aber dann gibt es hier den Endkampf. Genau. Ich wollte aber eigentlich einen ganz anderen Artikel, den hatte ich auch angeteasert, deswegen würde ich da jetzt mal direkt drauf springen, wenn das für euch okay wäre. Es geht im weitesten Sinne auch um das Thema Fortpflanzung. Deswegen auch drauf springen. Ja. Ich hatte ja angeteasert mit Sexsucht. In dem Fall sind das Beutelmarder. Männliche Beutelmarder sind womöglich sexsüchtig. Und das alle. Ist. Ja. Alle. Also, wohl ja, weil. Also, es ist nicht immer so, aber das Problem ist, nach dem Geschlechtsverkehr, Jungs, haltet euch fest, sterben männliche Beutelmarder. Und das ist aber Sexsucht sehr kurzlebig. Das ist tatsächlich so. Der Grund dafür ist wohl, dass die tödliche Erschöpfung durch den Paarungsdrang haben. Das heißt, knattern bis zum Tod. Das ist knattern bis zum Unfall. Aber was hat das jetzt mit Sexsucht zu tun? Naja, weil die halt nicht aufhören können. Also das ist tatsächlich so, dass die halt quasi, wenn sie dann im Akt die sterben vor Erschöpfung durch die Überforderung, weil sie einfach immer weitermachen. Okay, also da wird der Begriff der Sexsucht so ein bisschen anders verwendet als bei Menschen. Genau. Also das der hat ja auch immer Bock.
der sexsüchtige ja, aber Mensch, der will da auch. Ist ja nicht das Problem, dass der Mensch, dass die Sucht in dem Sinne gemeint ist, dass er beim Poppen nicht aufhören kann. Ja gut, aber der hat danach direkt wieder Lust. Der hat danach einfach direkt wieder Lust. Also ich habe tatsächlich zum Thema Sexsucht letztens was gelesen und das ist beim Menschen eher so, oder es äußert sich eher so, das sind nicht irgendwelche Typen, die rumrennen und dauernd irgendwie irgendwelche Frauen flachlegen, sondern es sind Leute, die, weiß ich nicht, 5 bis 10 bis 20 Mal am Tag onanieren müssen, jeden Tag, egal wo sie sind, auf der Arbeit. Und ja, das ist dann ein echtes gesundheitliches Problem. Ja, Sexsucht ist ja eher so ein bisschen, oh cool, ey, möchte ich auch haben oder sowas, ja. Ist gar nicht cool. Das sind tatsächlich Leute, die ein echtes Problem damit haben. Das ist ja, auch klar. Termindruck einfach. Ja, ich habe Termine. Ja, also was ich noch sagen wollte, ist tatsächlich hier... also wie kann ich mir das denn vorstellen? Also die Beutelratte, nee, wie ist Beutelmarder. Der Beutelmarder, wenn der also losgeht... Ich spiele da sehr viel Taschenbillard in seinem Beutel. Dann hört er einfach nicht mehr auf, bis er irgendwann umkippt. Genau. Ja? Männliche Beutelmarder, ich zitiere jetzt mal, männliche Beutelmarder pflanzen sich fort, dann sterben sie. Lange gaben sie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler damit ein Rätsel auf. Die große Frage lautete, warum? Also sie wurden nicht wie bei den, ich glaube bei Gottesanbeterin ist es so, da wird der Partner dann aufgefressen von der Partnerin nach dem vollzogenen Akt, ist irgendwie auch blöd. Sei denn das so eine komische Springspinne, die dann sich so weghüpfen kann. Wie genau, wäre denn das bei dem Beutelmarder, wenn das so läuft wie letztens bei dem Typen, der im Auto da gerade dran war und vom Fahrradfahrer gestört wurde? Was, wenn jetzt ein Fahrradfahrer vorbeikommt, wenn der Beutelmarder gerade dran ist und der guckt dann und dann fühlt der Beutelmarder sich gestört und bricht ab, dann überlebt er. Der springt, ja, wobei dann der springt dann statt Backenfutter, gibt es dann was anderes für den Störenfried. Wobei es tatsächlich selten Fahrradfahrer-Beutelmarder gibt. Also. Nein, vielleicht kommt ja ein Mensch vorbei, der denkt, der Beutelmarder, der braucht Hilfe. Der braucht Hilfe, hält an, guckt und besser der Beutelmarder fühlt sich gestört. Wenn du nicht von dem Beutelmarder vergewaltigt werden willst, dann würde ich das nicht machen. Verehrtes Publikum, es sinkt für Sie das Niveau. Wir bedanken uns für die heutige Zuschauer. Ja, ich würde ganz kurz noch zu Ende, weil das ist tatsächlich also die... Ja, hat man das mal getestet? Man muss den Beutelmarder doch eigentlich nur wegreißen von seiner Partnerin. Überlebt er dann? Das ist doch... Keine Ahnung. Du hast da wie so eine Maschine da in der Hand, die ganze Zeit so eine Stichsäge. Immer so, tschakka, 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 tschakka. Ja, ich keine Ahnung. Also wie gesagt, es ist tatsächlich so, dass... Wie wirst du den dann los? Wenn er die ganze Zeit die Nähmaschine macht. Ja. Rabbelt dir Schienbein hoch. Dann stirbt er dir so am Schienbein weg. Oder am Knie. Bis zum Knie hochgepoppt und dann ist leider schon Feierabend. Oh. Ja. Gottes Willen. Also, wie gesagt, aber danke für die Frage. Warst du fertig, Beef? Nee, irgendwie geht es so ein bisschen, wie soll ich sagen, verflachtes. Du wolltest also, das noch irgendwie abschließen, das Ganze. Ich wollte noch irgendwie so eine Runde bringen. Ich versuche immer, also, bin, glaube ich, der Einzige, der seriös ist. Irgendwie, auf jeden Fall. Wann fängt denn das an? Mit irgendwelchen dauergeilen Beutelmalern. Ich höre so mit. Das ist Wissenschaft, das läuft doch. Das ist ein Artikel aus Spiegel Wissenschaft, bitteschön. Nicht aus irgendwelchen, von Bums-Sendern. Ja. Seit Geo weg ist, erlauben die sich aber auch alle einiges. Ja, wir müssen ein bisschen Artikel aufarbeiten. Genau, RTL merkst du da auch schon. Aber nee, Spiegel ist ja eigentlich gar nicht in der... Na, ist egal. Ja, aber jetzt war doch die Erklärung, wieso das so ist. Genau, also nochmal. Also, der Studie zufolge finden die Männchen wegen ihres Sexualtriebs keine Ruhe und erschöpfen sich dadurch selbst. Während der Paarungszeit scheinen sie nicht annähernd so viel zu schlafen, wie sie sollten. Und das könnte ein Grund für den Tod der Männchen nach der Paarung sein. Und das haben sie versucht zu testen, indem sie den etwas Licht in den rätselhaften Tod der Männchen nach ihrem ersten erfolgreichen Sex zu bringen, hatten die Forscherinnen und Forscher 7 männliche und 6 weibliche Zwergbeutelmartel auf der Insel Groot Island mit winzigen Rucksäcken und mit Peilsendern versehen. Und dann über einen 42 Tage gesammelten Datenzeitraum 42 Tage Zeitraum, wo Daten gesammelt wurden, ist vielleicht der richtigere Satz. Kein Datenzeitraum, naja.
Man redet einen Quatsch hier. Dass die Männchen während der Paarungszeit deutlich aktiver waren als die Weibchen, die immerhin bis zu 4 Brutzeiten lang lebten. Während die Weibchen nahezu ein Viertel ihrer Zeit, 24%, mit Ausruhen verbrachten, waren es bei den Männchen gerade mal 7%. Das heißt, die sind von dem einen Weibchen weg und sind direkt weiter nächste. Ach so, die machen erstmal so hier schön 42 Tagen Dauersex. Die klattern wie die Irren und dann, genau. Also sie sterben nicht beim allerersten Mal. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Sondern die sterben bei der ersten Paarungszeit sozusagen. Die überleben da nicht. Da gibt es sogar einen Fachbegriff für, da können wir auch mal wissen, ob das jetzt auch in deinem Quiz dann noch auch aufgetaucht wäre als Frage Nummer 7. auch schön. Weiß das einer? Also das sind, es gibt einen Fachbegriff für Sterben nach der ersten oder nach der Fortpflanzung. Da gibt es einen Fachbegriff für. Das war mir auch neu. Coitus mortalis. Ja, sehr schön. Semelpaar. 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 Vielleicht ist es ja auch, vielleicht hat sich der Spiegelwissenschaft auch einen Spaß erlaubt. S-E-M-E-L-P-A-R. Semelpaar oder Semelpaar oder Semelpaar. Semelpaar. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Forschungen ergaben, dass die Männchen an inneren Blutungen und Infektionen infolge des Stresses in der Paarungszeit sterben. Meine Güte. Okay. Das ist schon bitter, oder? Den fällt die Gurke ab, oder? Ja, genau, innere Blutung, ich weiß es nicht. War alles wund. Wie sehen die eigentlich aus? Was sind denn das für Tiere so? Das sind, ich sag mal so, Nager, die sehen relativ unspektakulär aus. Also ich hätte jetzt, hier ist auch ein Bild davon. Wir haben so einen riesen Beutel. Ja. Aber man kann sich das jetzt auch besser vorstellen. Es ist quasi nur ein Penis. Man kann sich jetzt auch besser vorstellen, wo du das klargestellt hast, dass die einfach mehrere Weibchen dann sozusagen begatten. Als wie wir es vorher verstanden haben, wo man sich dachte, der hängt da auf dem Weibchen drauf und der hört einfach nicht auf. Ich meine, das arme Weibchen auch und irgendwann krepiert da halt dabei. Ja, das ist ja auch rein statistisch ist das ja auch irgendwie logisch, wenn die Weibchen mindestens oder bis zu 4 Paarungszeiten leben, die Männchen aber nach der ersten kaputt gehen, dann müssen die ja auch jeder mindestens 4 Frauen knallen, sonst kommen die alle gar nicht zum Schuss. Also die Frauen auch nicht zur Paarung. Genau, aber es ist noch komplizierter. Also, es ist ein Experte, der ein Professor Gaschk, ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen, er gleichzeitig weist er aber auch darauf hin, dass die Raubbeuteltiere die extreme Fortpflanzungsstrategie, auch bekannt als Suizidfortpflanzung, schon seit tausenden Jahren verfolgen. Sie muss einen Nutzen haben, sagt er. Das ist so ein bisschen wie so ein Lemming, nur eben mit Knattering. Ja. Ja. Sachen gibt's. Pimmeling. Aber er weiß den Nutzen nicht. Nee, das ist tatsächlich für die Forscher noch ganz offen. Bei Menschen gibt's das in der Form so nicht oder nur sehr selten. Die könnten sie ja dann fragen. Ja, aber vielleicht würden die, also dadurch sind die ja auch im Alter beschränkt, ja. Und vielleicht würden die Gene irgendwie degenerieren und so werden gute Gene nur weitergegeben. Ich habe keine Ahnung. Also meinst du, dass die Beutelmarder dann quasi in der zweiten Saison nur noch mit Platzpatronen schießen oder was? Vielleicht. Also Gene können sich ja tatsächlich verändern im Laufe eines Lebens, auch beim Menschen. Und vielleicht, keine Ahnung, auch durch das Dauerknattern verändern die sich negativ. Und um die Population, nur die besten Gene weiterzugeben, müssen es dann immer möglichst junge Tiere sein. Das kann sein. Ich weiß es nicht. So, Leute, wir haben ein kleines Problem, weil wir haben schon längst Zeit für den hier. Oh. Längst. Aber wir haben alle noch nicht aufgelöst, glaube ich. Aufgelöst? Ja, ich habe zum Beispiel noch gar keinen Artikel gebracht, den ich eigentlich bringen musste. Dieses Quiz quasi. Ja, wir kommen ja irgendwie vom Hölzchen aus Stöckchen. Ne? Ja, also ich würde zumindest gerne noch was zu der Lottogewinnerin. Zu der Lottogewinnerin sagen, ich weiß nicht, wie sieht es hier sonst aus? Hast du dein ganzes Zeug verschossen, Beef? Ja, das mit dem Lottogewinn möchte ich aber auch schon noch hören. Ja, ja. Das ist auch eine kurze Geschichte. Ja, ja. Was mit dir? Ich werde schnell fertig. Also jetzt oder ja, bist du schon fertig? Also, dann lese ich es euch vor. Ist eigentlich auch eine kurze Sache, auch für den dahingeschiedenen Metzger. In Hongkong ist die Sache passiert im Schlachthof Sheng Shui.
Das bedeutet. Das war doch das Pferd. Ja, das Pferde nehmen an. Feng Shui. Also, der gute arme Mann, 61 Jahre, hat das zu schlachtende Schwein mit dem Betäubungsgewehr erschossen und wollte ihm gerade den Rest geben, als das Tier wieder zu sich kam, dann in Panik geriet und den armen alten Mann umstieß, sodass der dann wiederum auf ein 40 cm langes Fleischbeil sich aufspießte, das er in der Hand hatte. Und ja, dann im Krankenhaus tatsächlich starb. Und also selbst als Veganer ist die Geschichte, glaube ich, so ein bisschen ergreifend. Ja, dann gehst du irgendwie zur Schlachtbank und kommst nicht mehr zurück. Ja gut, weiß Sachen ich jetzt nicht, ob ne? Veganer das ergreifend finden, ja, aber oder nur einfach nur gerecht. Ja. Könnte sein, ne? Das Schwein hat ja auch nichts in dem Sinne davon gehabt. Ist vielleicht, hier steht, die Ermittlungen laufen noch, wobei ich mich frage, was da eigentlich zu ermitteln gibt. Vielleicht wird das Schwein ja noch verhaftet, aber das dürfte eigentlich auch hinüber sein. So kann es gehen, nicht? Ja. Ja, da muss ich immer an den Film Snatch denken, wo ich gelernt habe, dass Schweine wohl sehr gut darin sind, Menschen komplett aufzufressen mit den Knochen, weil die sehr scharfe Zähne haben. Sind Allesfresser, ja. Ist ja der eine Gangsterboss, der verfüttert ja die Toten, die er da so auf dem Gewissen hat, immer an seine Schweine. Ja. Okay, ich mach mal direkt weiter. Hier nämlich, jeder kennt Hertfordshire in England. Wir sind heute häufig in England oder in Großbritannien. Da hat eine junge Frau namens Rachel Kennedy hat im Lotto gewonnen. Euro-Millions. Und sie hat sage und schreibe 182 Millionen Euro, glaube ich, hat sie gewonnen. Nee, Pfund sogar. Pfund. Das wäre fast gleich. Das ist aber noch besser. 182 Millionen Pfund. Sie hat mit ihrem Freund getippt über Wochen, Liam McCrohan, und alle Zahlen richtig getippt, hat dann in der App eine Benachrichtigung bekommen. Der stand dann drin, Winning Match, 182 Millionen. Und da war sie natürlich außer sich, ruft den Freund an und sagt, super geil, wir sind reich, wir können aufhören zu arbeiten. Sie 19, er 21. Also genau das, wie wir es uns eigentlich ausgemalt haben. Wie wir es verdient hätten. Wie wir es verdient hätten, was längst überfällig ist. So, ich war überglücklich, als ich dachte, ich hätte gewonnen. Aber als ich herausfand, dass ich es nicht getan hatte, war Liam sogar noch bestürzter als ich. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, also ich lese gerade noch vor, was Liam gesagt hat, aber ihr könnt schon mal überlegen, warum. Es hat mir das Herz gebrochen, als der Mann am Telefon sagte, dass wir das Ticket nicht abgegeben haben, oder? Doch, nicht bezahlt? Genau, nicht bezahlt hatten. Gar nicht gekauft hatten. Ich habe mir schon unser Traumhaus und das Traumauto ausgemalt. Ich glaube, ich habe es ein bisschen übertrieben, um ehrlich zu sein. Auf der App sah es wirklich so aus, als hätten wir gewonnen, weil es in Orange angezeigt wurde und da stand Gewinnspiel. Ja, die hatten tatsächlich keine Kontodeckung. Das war irgendwie so ein Dauerlos. Ne? Ach du Scheiße. Und wochenlang haben sie gespielt und bei dem entscheidenden Mal war Konto leer. Ey, da gibt's ja doch die Kugel. Ja. Boah, ist das scheiße. Das ist scheiße. Scheiße, ja. Ich reg mich ja schon immer auf, dass ich, obwohl ich mir echt Mühe gebe, die Zahlen ordentlich auszusuchen, nicht schon längst gewonnen habe. Aber das ist ja richtig scheiße. Ja. Also Rachel fasst es so zusammen, ich habe noch nie etwas gewonnen. Wir haben einfach das größte Pech, wenn es um solche Sachen geht. Ja, stimmt wohl, leider, Rachel. Also in dem You're Fall fucked. Muss ich echt recht geben. Ja, in dem Zusammenhang, das habe ich letztes Mal schon gemacht, aber it was at this moment he knew. He fucked up. Ja. Jetzt so, kann man das sagen. Jetzt Quickie Time. Quickie Time, ja. Was hat haben Maulwürfe und unser ehemaliger Podcast-Kollege Karl-Heinz Ballermann und ein Porsche gemeinsam? Maulwürfe, der Ballermann und ein Porsche. Ja, genau, was hat ein Porsche mit dem Maulwurf und was hat der Karl-Heinz Ballermann mit dem Maulwurf gemeinsam? Das Aussehen? Keine Ahnung. Porsche Keine Ahnung. Und, also wir haben ja echt häufig Porsche hier. Ja, wir haben echt häufig Porsche, ja, das stimmt. Und der Aber, Ballermann...
Porsche. Aber ich muss auflösen, ich weiß, dass, da könnt ihr natürlich nicht drauf kommen. Es geht hier um eine wissenschaftliche... Den schlechten Atem? Den schlechten Atem, ja. Ja, das würde auch passen beim Karl-Heinz. Nein, es geht hier natürlich wieder um wissenschaftliche Arbeit, veröffentlicht in der Royal Society Open Science. Und zwar ist es so, dass Maulwürfe halten keinen Winterschlaf. Die sind hier in unserer kalten Region auch im Winter komplett aktiv. Aber weil sie ähnlich einem Porsche, so sagt zumindest der Wissenschaftler hier, der sagt, die sind wie ein turbogeladener Porsche-Motor, haben die Energiespeicher für nur wenige Stunden und dann ist er aufgebraucht. Und gleichzeitig gibt es im Winter viel weniger Futter, können viel weniger Energie aufnehmen. Musste die Evolution irgendeine Technik finden, irgendwas finden, wie die trotzdem überleben, ja, obwohl sie so einen hohen Energieverbrauch haben und im Winter das Futter, die Insekten und so weiter seltener sind, dass sie trotzdem überleben. So, und jetzt komme ich zum Karl-Heinz Ballermann, zu der Ähnlichkeit. Es ist nämlich so, dass im Winter das Gehirn der Maulwürfe schrumpft. Und das hat mich einfach an den Karl-Heinz auch erinnert. Aber da auch im Sommer. Ja, pass auf, der Zusammenhang zum Karl-Heinz, der stellt sich gerade im Sommer so richtig gut dar. Das ist gut, dass du das Stichwort gibst. Im Sommer vergrößert sich das Gehirn durchaus wieder, aber es wird nicht wieder zur selben Größe zurückkehren. Das heißt, es bleibt ein bisschen kleiner. Also über die Jahre baut er ab. Genau. Das heißt, Maulwürfe fahren quasi ist wie viel Autofahren. Also wenn du ein Maulwurf bist und viel Auto fährst, ist das der Super-GAU, weil dann wirst du noch viel schneller blöder. Ja, genau. Genau. Und was der Ben sagt, es wird immer kleiner. Die haben ja auch irgendwie ein gewisses Wachstum. Also es gibt wohl noch keine Studie, inwiefern das kompensiert. Also es müsste eigentlich nicht komplett kompensiert werden, gehen sie von aus. Es gibt da halt noch keine richtige Studie zu. Was heißt ein gewisses Wachstum? Die wachsen immer weiter, oder was? Nein, aber wenn so ein junger Maulwurf zur Welt kommt, ich weiß nicht, wann die ausgewachsen sind, keine Ahnung, aber sie sagen, dass die... Ja, aber ich meine, ist das nicht normal, wenn es kalt ist, dass die Dinge sich zusammenziehen? Also da muss man... Also im kalten Klo pinkeln muss auch dicht daran gehen. Also das ist irgendwie... Ist halt doof, wenn er danach nicht mehr zur selben Größe zurückkommt. Ja, ja, es kommt natürlich auch so ein bisschen auf Fleisch oder Blut an. Aber ja, Beef halt, ne? Also bei ihm stellt sich die Frage jetzt nicht. Nee, beim Beef ist Fleisch. Aber ja, gut, klar, in der Kälte ziehen sich die Dinge zusammen, außer Eis, ne? Das wissen wir auch. Ne? Da ist es umgekehrt, also Wasser. Mit Eis dran ist es auch blöd. Was hat denn jetzt das Fahrzeug damit zu tun? Der Porsche, also jetzt ja, der Porsche war sozusagen, dass er halt viel Energie braucht, um. Ach so. Also das ist schnell der Tank leer. Das ist wie so ein Beutelmaler quasi. Ja. Der hat sehr viel Energie sofort zur Verfügung, aber nur für einen sehr kurzen Zeitraum, weil es schnell verbraucht ist. Leuchtkerze. Ja, und ich fand es halt ganz interessant. Einfach auch wegen der sich aufdrängenden Vergleiche zum Karl-Heinz unter anderem. Aber das ist doch ganz interessant, ne? Also das ist eine interessante Technik. Also der Schädel und der Inhalt natürlich, das Gehirn, das Schrumpfen, also die werden kleiner. Also wieder gleich groß zurück. Das hat mich jetzt so überzeugt, dass ich mir ernsthaft die Frage stelle, ob der Karl-Heinz nicht in Wirklichkeit ein geklonter Maulwurf ist. Das könnte durchaus sein. Du kannst ihn ja mal nächste Woche fragen. Das ist echt frappierend, diese Parallelität. Ja, ja. Also ich mag Maulwürfe ja voll gerne. Aber das nur so am Rand. So, das war eine schöne Geschichte. Vor allem, weil wir schön den Ballermann dissen konnten. Leicht dadaistisch, muss ich sagen, aber ja. Ja, oder Dalbern. Auch ein bisschen Dalbern. Ein bisschen Dalbern. Also wir waren überhaupt ein bisschen Dalbern heute. Ich meine, wenn wir an den Marder denken. Oh, der Beef. Der Beef, weil wir eben seinen Penis so gelobt haben, macht er direkt nochmal Flasche auf. Eine besondere Flasche auf, genau. Fleischbimmel. Genau. Ja, genau.
Sehr schön. Ja, ich habe tatsächlich, also Frank, ich weiß gar nicht, ob ich schon mal euch angeboten habe. Ja, wir haben das schon mal getrunken. Ja, aber das ist sehr gut. Genau, dann trinken wir nochmal. Die Flasche ist so also groß, dass wir hier den nur mal ganz nebenbei, den Prollo würde ich schon jetzt nicht mehr fahren lassen. Wie bei Alkoholikern. Der Prollo wirkte schon eben nicht mehr ganz sprechsicher. Also ich gebe dem mal nicht so viel. Der hat noch einen Wagen vor der Tür. Der Prollo, der macht das geschickt. Der trinkt sich die Intelligenz vorher schon runter. Dann kann er nicht mehr so viel verlieren, wenn er mit dem Navi nach Hause fährt. Natürlich im Taxi. Ja, sicher. Leute. Das Navi fährt Dankeschön. Ja quasi von selbst. Ja, ein Lagudal. Ich glaube, das hattest du damals auch in am der, Lagerfeuer. War das in der Gartenfolge? Genau, ich glaube schon, weil da hattest du das Fischer genau, aus deinem Frankreich-Urlaub mitgebracht und dieses. Weil ich habe da noch so eine Flasche von zu Hause rumstehen. Ich habe mir das noch nie gekauft. Hast du mir die Flasche abgezogen oder was? Ja, logisch. Also dass du einmal auf die Ponderosa bringst. Die Flasche sieht wirklich gut aus. Gib mal bevor wir jetzt das Bier verkosten, ich muss noch mal das Bier von vorhin loben. Das hat mir wirklich ja, gefallen. Mir auch. Ja, das war stimme auch ich lecker, dir zu. Ja. Also 10-mal besser als aus das Duff, Berlin. Aber das Duff war ja auch jetzt nur ein Gag. Ja. Das war wirklich, ich mag gar kein IPA, aber dieses Punk-IPA, das ist schon. Das war eine ganz andere. Du magst auch Punk-Rock, also insofern. Ja, das stimmt, aber. So, die könnten uns auch mal sponsern. Ja, so. Prost, auf eine schöne Sendung. Prost. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Und in 2 Wochen wieder in alter Frische. Feiert schön Karneval. Beef, als was gehst du? Weißt du das schon? Nee, als jetzt als Marder. Als Beutelmarder. Oh, das ist Karneval, ja. An Karneval schießt er sich ab und an Aschermittwoch ist alles vorbei. Ja. Schießt er sich ab oder schießt er ab? Das ist immer. Ja. Habt ihr irgendwelche Kostümvorstellungen? Ich suche noch Anregungen. Du gehst aber schon wieder als Seeräuber, Prollo. Ich habe tatsächlich so das Kostüm, was in der Kostümkiste oben liegt. Ich bin der Pragmatiker. Irgendein Kostüm wird es schon tun. Ich bin jetzt auch nicht der Karnevalist. Geh doch, Ben, als Spy-Balloon. Ja, ja. Na, ich gehe eigentlich immer als irgendwas Asoziales. Das ist ja so mein Grundthema. Es muss asozial sein. Als Beutelmarder. Ja, und eigentlich wollte ich mit meinem kleinen Sohn, ich sollte sein Luigi sein, weil der als Mario gehen wollte, Super Mario. Aber jetzt will er doch lieber Spider-Man sein. Mhm. Jetzt bin ich wieder frei. Jetzt habe ich ja völlig Octopus oder sowas. Octopus, ja. Naja, mal schauen. Ja, also ich habe auch ein Einhorn-Kostüm. Das ist vielleicht auch angesagt. Das ist auch Vogue dieses Jahr. Echt? In rosa. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Einhörner schon wieder? Ich würde sagen, du kannst es tragen. Bevor wir über Einhörner reden, hier schon mal langsam aus der Sendung gehen, das wird ja furchtbar. Ja. By the way, der Summer ist derjenige, der hier das rosa Kabel hat. Ja. Ich habe es mir nicht ausgesucht. Ja, wir haben es gelost. Es hat dich gefunden. Ja. Okay, dann bis demnächst. Mach's gut. Tschüsschen, Küsschen. Schwenkt rot, madet jod. Tschö. Ciao, ciao. Adele.